zusammen, heute ist etwas ganz Fabelhaftes passiert. Und zwar hat Reisebüro Paluten uns dazu beauftragt, ein paar Passagiere von München nach Augsburg zu bringen. Und ich würde sagen, das machen wir doch mal. So, Tür auf. Und es ist einfach nur ein traumhafter Bus hier. So, dann hinsetzen. CC-Anzeige aktivieren, zu nun starten. Und ja, so, Motor starten. Klimaanlage einschalten und die Türen schließen. So. Bremspedal drücken. Hallo. Pfeiltasten aufwärts. Hier kann ich nicht fahren. Hallo. Controller. Pfeiltasten. Feststellbremse lösen und go. So. Es wird eine holprige Fahrt, habe ich gehört. Also ich habe vor, meine Passagiere nach Augsburg zu bringen. Ob es sicher geschehen wird, kann ich nicht garantieren. So, hallo, lass mich hier jetzt mal raus, ne? Hallo! Mann. Hier ganz vorausschauendes Fahren. Weil wir müssen nämlich Zeit anhalten, sonst kommen wir hier viel zu spät. Und eine Verspätung können wir uns hier nicht leisten. Weil ich will ja nicht direkt an meinem ersten Arbeitstag gefeuert werden. Deswegen mache ich hier ganz vorausschauendes Fahren. Es war nur der Gehweg, ne? Nicht sonst nichts weiter. Ich gehe jetzt so. Dann hier um die Ecke. Oh Gott! Bloß keinen Fehler machen. Ja, weil wir müssen die Passagiere natürlich sicher machen. Keine Frage, ne? Klimaanlage schon mal ein bisschen hochstellen. Hier elegant in die Kurve fahren. Das Schild zählt nicht. Und dann hier ganz vorausschauendes Fahren. Oh, da war die Polizei. Schnell weg hier! So, und hier. Dann hier reinfahren. Oh Gott! Oh Gott! Ah. So, da ist die Konkurrenz! So, und dann hier schön ordentlich einparken. So wie es sich gehört. Und dann erstmal raus hier. Und die Passagiere einchecken. Ja! Hallo Leute! Oi. Oh. Das kenne ich doch. Warte, bist du es? Ja. Hi! Also, kann ich bitte wieder nach Hause? Ja, wir fahren hier jetzt nach Augsburg, ne? Da will ich nicht hin. Doch, wir fahren nach Augsburg. Du hast hier das exklusive VIP-Ticket. Das ist erstmal einlaufen. Was ist das? Das hast du mit deinen nicht. Haaren gemacht. Ja, Augsburg, hier. Ich dachte, Grund eine schöne Farbe. So, nach Augsburg. Wo kann ich denn mein Gepäck ablegen? Ja, der Gepäckraum ist offen. Hier. Wow. Linse KI. Was ist denn mit dem? Ich hab nicht mal Gepäck. Muss ich jetzt die andere Seite auch noch offen? Das geht dann ich hab... Ja. Ich hätte den Motor vielleicht dort machen sollen, aber ich... In dem Gepäck sind keine Lebewesen drin, nur ein paar Spinnen. Augsburg. Ja, Leute, kommt alle. Paderborn. Nö, da fahr ich nicht hin, ne? Du gehst jetzt nach Augsburg. Ich hoffe, ich bin hier cool. Kann man mich überhaupt hören? Ja, ja, man kann dich hören. Fahren Sie in meine Richtung? Oh. Ja, gut. So, Augsburg. Ja, noch irgendjemand, der nach Augsburg kommt. Hier. Ja, ich würde sagen, alle drin. Dann geht die Gepäck nicht mehr wieder zu machen.
so, auf der anderen Seite natürlich auch, ne? Dann mich hier wieder hinsetzen mit Luigi. So, dann die Vordertür schließen und losfahren. Ne? Warum funktioniert das WLAN? Jared, du willst WLAN haben. Ja, ich brauch WLAN. Dann warte ich hier, kommst du. Aber es kostet extra. Ich geb dir eine Stimme dafür. Oder warte. Ja, okay, hier, du bekommst dein WLAN. Danke. So, jetzt kannst du hier deine Aufnahme machen. Wann wolltest du eigentlich mit YouTube anfangen? Wolltest du? Gott. Wow. Nein, hier wird niemand sterben. Ich will sterben. Nein. Ja, du hast doch gesagt, du wolltest doch mal mit YouTube anfangen. Aber ich weiß nicht, wann ich das anfange. So, jetzt ehrlich. Ja. Du hast ja noch Zeit. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen mit nach Hause kommen. Sicher ist, kann ich dir. Ich weiß nicht mal, wie man Videos. Ich glaube, ich kann. Ich weiß nicht, wie man Videos hochlädt. Also, das kann ich dir ja irgendwann mal erklären. Ja. Guck erstmal an. Oh, ich wurde geblitzt. Nein, wir wurden nicht geblitzt. Es war nur ein rotes Licht. So, ganz vorausschauend. Fahren denn. Rote Ampel, die zählt ja für alle, außer für die Kinder. Wir werden sterben! Nein! Ach komm, jetzt kommt auch noch dieser German Let's Play. So Leute, ganz vorausschauendes Fahren. Aua. Ja, die leichter Unfall ist. Wir werden sterben. Heute ist sogar Sonntag. Nein, heute ist Montag. Ja, Montag. Ah. Wieso nennt er mich dann Sonntagsfahrer? Sonntagsfahrer. Jetzt fahren Sie mal schneller, ich will schon nach Hause. Ach, nein! Ah! Oh Gott! Wir werden sterben! Ungewohnt, wenn alles gut ist. Ja, ist nichts Ungewohntes hier. Mein erster Arbeitstag. Ich war natürlich mit Führerschein. Ich glaube, sie fahren ohne Führerschein. So, hier, oh Gott, hier ist ein bisschen ein Stau. Hallo, die Anzeige unten rechts wurde sogar aktualisiert. Ich komme in die Toilette nicht rein. Ja, da kommt niemand rein, das ist kaputt. Sonntagsfahrer. Außerdem hast du bezahlt für die Toilette. Nein, also dann kommt doch niemand in die Toilette rein. Also ich mich in Klo einsperren. Die Anzeige wurde aktualisiert, habe ich gerade gesehen. Und zwar, wenn man zu schnell fährt, leuchtet die Geschwindigkeitsanzeige dann rot. Auch so. So, aber wir fahren jetzt hier erstmal ein bisschen auf die Autobahn, ne? Da kann man schon mal ein bisschen Gas geben. Weil diese 80 Sonntagsfahrer fahren sich ja nicht von selber, ne? Irgendjemand muss das hier ja mal machen. Ja, da kommt niemand rein. Wie oft? Doch, die ist kaputt. Ich werde sterben. Nein, niemand. Was geht denn ab? Denn hier geht gar nichts ab. Ich fahre jetzt hier geradeaus, ne? Ich bin ein Spinner, ich hab's nicht verdient. Oh, jetzt leuchtet die Anzeige nicht mehr. Warum bezahlen? Ich bin ein Spinner. Ja, ich würde gerne mal wissen, wo du dich hingesetzt hast. Doch, hier gibt's eine Heizung. Ich hab die auch schon gerüstet. Ich bin an der Decke. Okay. Ja, da schminkt sich jemand auf der Toilette. Und zwar der die Toilette repariert. Oh Gott! Wow! Und da ist der Bus. Sterben wir? Wow, hast du diesen Job? Ja, wie war dein Tag bisher heute? Freust du dich schon auf den Autobahn? Weil ich dachte, es geht noch so ab. Ich dachte, es geht. Nein, es geht nach Augsburg. Ich muss aussteigen. Ja, wir sind jetzt hier auf der Autobahn. Ja,
Niemand kommt in das WC. Nicht euch mal alle ab. Ja. Jo, ist da. Sonntagsfahrer. Aber die Polizei. Oh Gott! Oh! Wow! Ah! Warum dreht sich hier alle? Nicht ein, bitte nicht crashen. Nö, wir fahren hier ganz sicher. Niemand kommt in das WC, das ist kaputt. Was? Ich bin im WC. Spinne. Komm überall durch. Noch nie gemerkt. Ganz rüberziehen, ne? Ich hoffe, ich mach das gut. Warte, können wir irgendwo abkürzen? Mann, auf dieser Strecke kann man nicht abkürzen. Ich glaube, ich sterbe. Hier wird niemand. Ich krieg keine Luft. Ich glaube, ich bin ins WC gefallen. Warte, ich muss nicht. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Ja, der Schlüssel zur Toilette ist in der Toilette. Okay. Hilf euch. Wow. Man ist es so langweilig. Die ganze Zeit muss man nur geradeaus. Aber komm, das ist super. Da geht es nur geradeaus. Das war keine Ahnung, was war das. Und meine Passagiere müssen natürlich auch immer meckern. Ich konnte hier in die Toilette rein. Ja, wenn die Toilette kaputt ist, dann ist sie kaputt. Okay? Dann braucht ihr nicht meckern. Ja, guck schon wieder. Oh, warte, da ist die Konkurrenz. Nimm das! Was? Ich muss hier raus! Oh, Entschuldigung! Ja, nee. So, dann müssen wir hier noch ein bisschen da runterfahren. Lalalala. So wie der Stein. Der Stein ist echt! Sonntagsfahrer, heute ist Montag. So, und ist hier noch genau 9. Die rote Ampel wird von diesem Weg, ne? Mal ein bisschen hier vom Gas gehen, Jere. Jere, lebst du noch? Jere? Oh Gott, der ist wirklich gestorben. Halte durch, Jere! Alles wird gut! So, hier ein bisschen aufs Gas. Leute, das ist ein Ernstfall. Jere ist in der Toilette ertrunken. Hoi! Ja, sorry, alles ist gut. Ist die Straße so schlecht oder nehmen wir einfach alles mit, was nicht ausreicht? Was kann ich denn dafür, dass ich einmal über den Bordstein fahre? Okay? Beruhigt euch mal. So, oh Gott, da ist die Polizei. Oh Gott! Oh Gott! So, Pünktlich. Es ist ja kaum zu glauben. So. Jere, alles gut bei dir? Ausdruckbremse, ja? Jere! Keine Sorge, ich hol dich da raus. Okay, Leute. Jere, ich hol dich hier raus. Ja, keine Sorge. Ja? Alles wird gut. Aber ich habe jetzt erstmal Feierabend, ne? So. Fahrgäste transportiert 12 von 12. Verkauft sich die Tickets mit uns.
ungültige Haltestelle angefahren. Kontakt mit zentrale Notverein. Ah ja, das ist doch gut. Tanken 0, Tanken leer gefahren, 107 Kilometer. Im Service, fahrplanmäßige Ankunft. Lenkzeiten eingehalten, Betriebszeit eingehalten, Sachschäden 11. Ich hab nur 9 gezählt. Passanten verletzt, Unfälle 8. Ja, diese Unfälle, die sind alle in mich reingefahren, gell? Radarkontrolle. Auf der Straße gefahren, 48%. Das ist schon mal ein Anfang. So, Bordsteine mitgenommen, 1. Oh ja, stimmt. Ich bin Bordsteine noch aufgenommen. So Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für die heutige Folge hier im Fernbus-Simulator. Man sieht sich wie immer in der nächsten Folge. Haut rein und tschüss!